Hallo, mein lieber Zuschauer, wenn du dieses Video dir hier anschaust, dann ist eine Wahrscheinlichkeit, dass du entweder die CD-Projekt-Aktie besitzt und jetzt überlegst, was du mit der Aktie tun sollst, also verkaufen oder halten, oder du hast die CD-Projekt-Aktie noch nicht und überlegst dir jetzt einzusteigen, weil heute 11% im Minus sie optisch günstig erscheint. Für euch beide habe ich dann was. Das heißt, am Ende des Videos werde ich sagen, wann es Sinn machen kann, die Aktie zu verkaufen bzw. zu behalten, wenn man sie schon hat, oder wann es Sinn machen kann, jetzt einzusteigen. Vorher aber müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, was denn eigentlich jetzt passiert ist. Und das war schon einiges. Es gab nämlich zum einen den Patch 1.2 und ein Strategy Update gestern, so eine Art Investorenkonferenz, wo CD Projekt sich dann hat in die Karten blicken lassen. Wenigstens teilweise. Sie haben nicht so viel beantwortet, wie es die Analysten gerne gehabt hätten. Ich habe mir auch den Conference Call angehört, aber ein bisschen was haben sie schon gesagt. Gehen wir erstmal zum Patch 1.2. Der Patch 1.2, der ist ja heiß erwartet worden von der Fangemeinde und von den Aktionären. Einige haben gehofft, dass es so eine Art Wunderpatch sei, dass danach alles gut wird, dass dann auch am nächsten Tag oder so oder relativ schnell dann auch Cyberpunk 2077 wieder in den Sony Play Store aufgenommen wird. Die Erwartungen haben sich nicht erfüllt. Ich habe etwas gelesen darüber bei GameStar, Polygon und anderen Quellen. Und das Feedback ist relativ verhalten. Also teilweise ist es besser geworden, aber es liegt halt doch noch einiges im Argen. Das heißt, es wird weiter gepatcht werden müssen, weiter gebugfixt werden müssen. Und auch der Weg zurück zum Sony Play Store, der ist noch nicht komplett zurückgelegt. Das heißt, der Wunderpatch ist es nicht. Nachdem dann die Aktie einen kleinen Freudensprung gemacht hatte, so um die 13%, glaube ich, das war im Anschluss an die Veröffentlichung des Patches, hat dann die Aktie am nächsten Tag auch wieder abgegeben. Und jetzt gab es ja dann das Strategy-Update gestern und daraufhin jetzt dann die Aktie dann nochmal um ungefähr zwischen 11, 12%, je nach Tagesform, im Minus. Da muss also auch nochmal was passiert sein. Und wir haben das Ganze hier auch. Hier ist das Strategy Update. Da gibt es eine Konferenz, es gibt ein YouTube-Video und es gibt einen Conference Call. Das habe ich mir alles reingezogen, weil ich die ganze Geschichte auch ziemlich interessant finde. Mein Name übrigens ist Thorsten Tiet und hier geht es ums langfristige Investieren und ab und zu geht es auch um ein paar Abenteuer, wie bei hier CD Projekt. Ich bin nicht investiert in die Aktie, aber ich finde sie sehr interessant und man kann eine ganze Menge dabei lernen. Ja, gehen wir jetzt zu diesem Strategy Update. Und das Strategy Update, das hat im Prinzip im Wesentlichen gesagt, es gibt eine Restrukturierung, eine Umorganisation. Und das hat tief blicken lassen. Diese Umorganisation, da werden jetzt Ziele gemacht und das liest sich alles sehr schön. Man hat aber sozusagen, das ist die glänzende Seite der Medaille. Wenn man jetzt guckt, von wo man kommt, dann sieht man im Prinzip hinter vorgehaltener Hand, was alles nicht läuft momentan. Und was wollen Sie jetzt besser machen? Wo wollen Sie hin? Also es soll effizienter entwickelt werden und das Ziel von dem Ganzen ist, dass irgendwann zwei AAA-Titel parallel entwickelt werden können und der Start der Parallelentwicklung soll dann im nächsten Jahr sein. Aber in diesem Jahr wird viel Energie reingesteckt und Aufwand in die Reorganisation selbst, was heißt, dass es zu Verschiebungen kommen wird. Und diese Verschiebung betrifft insbesondere den Multiplayer, auf dem auch viel Hoffnung von Cyberpunk gesteckt haben oder waren. Und da hat man jetzt zurückgerudert und gibt sich relativ nebulös. Wir haben also kein konkretes Datum, wann der Multiplayer jetzt rauskommen soll zu Cyberpunk 2077 und wir wissen auch noch gar nicht genau, wie der überhaupt aussehen soll. Allgemein ist es so, dass man marketingmäßig keine großen Ankündigungen mehr machen möchte, nachdem man damit ja jetzt auf die Nase gefallen ist. Es wurden ja große Erwartungen geschürt, die wurden dann in Summe nicht eingehalten bezüglich Cyberpunk. Und jetzt möchte man mal ein bisschen sich in Zurückhaltung üben. Läuft auch im Prinzip ganz gut rein, weil durch diese Reorganisation man einfach noch nicht weiß, wie schnell es vorangeht. Das heißt, alles, was man jetzt ankündigen würde, könnte sein, dass es nicht eingehalten wird. Es gibt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, kann immer sein in Softwareprojekten, dass es nicht
rechtzeitig fertig wird, aber jetzt ist die Wahrscheinlichkeit noch größer, dass was nicht rechtzeitig fertig wird. Wenn wir mal gucken, so softwaretechnisch, wo wollen Sie hin, beziehungsweise von wo starten Sie und was ist bisher vielleicht nicht so gut gelaufen? Ich war ein bisschen überrascht, als ich gesehen habe, dass die noch nach Wasserfall angeblich programmiert haben und geplant haben. Das ist ein sehr altes Entwicklungsprojekt, wo man versucht, das Ganze generalstabsmäßig von A bis Z durchzuexerzieren und zu planen. Man hat eigentlich schon lange erkannt, vor 10, 15 Jahren, dass das nicht funktioniert, dass Softwareprojekte zu komplex sind, sondern dass man das eher so iterativ, also in Kreisen, also immer mal wieder irgendwas ändern, die Richtung leicht ändern, anpassen, dann weitermachen, also iterativ angehen muss. Das heißt dann auch in der Software agile Softwareentwicklung. Und das möchte man jetzt auch machen. Man hat auch, denke ich, so interpretiere ich das Ganze, festgestellt, dass die Teams zu isoliert voneinander arbeiten, entwickeln, dass man dann Insellösungen macht, dass man Dinge mehrfach entwickelt. Das betrifft insbesondere Witcher und Cyberpunk als die zwei großen Titel. Und man möchte das jetzt auf eine einheitliche Codebasis stellen. Die heißt dann Red Engine, diese Codebasis. Und da sollen Elemente drin sein, die dann alle AAA-Titel bedienen können, auf denen die alle aufbauen können. Das betrifft hier zum Beispiel Non-Player-Character, Character-Control und andere Dinge. Kollisionsabfragen, alles Mögliche wird das betreffen. Und natürlich auch die Grafik-Engine. Und dann ist effizienteres Arbeiten möglich. Man will hier auch dann teamübergreifend arbeiten. Nicht nur, dass es jeder quasi auf die gleiche Codebasis zugreifen kann, sondern auch, dass die Teams bunter gemischt sind. Und das soll, wie gesagt, im agilen Softwareprozess stattfinden. Da muss man natürlich erstmal hin. Das heißt, man muss erstmal diese Red Engine soweit hinkriegen. Was heißt, der Output, das, was am Ende aller Tage Geld bringt, das verzögert sich. Und das macht sich eben unter anderem bemerkbar in dem Multiplayer, wo man jetzt zurückgerudert ist. Man will auch noch mehr Programmierer einstellen. Hat jetzt auch wieder eine kleine Akquisition getätigt beim kanadischen Softwarehaus, aber es ist relativ klein und muss damit auch einer höheren Fluktuation begegnen. Das hat man auch aus dem Conference Call heraushören können. Das heißt, wir haben momentan mehr Abgänge als normal bei CD Projekt. Und die Leute, die gehen, die reißen ja immer dann eine gewisse Lücke, eine Wissenslücke, die dann wieder aufgefüllt werden muss durch die Neuzugänge, die ja aber eingearbeitet werden müssen in die ganze Geschichte. Und alle Entwickler müssen ja jetzt, auch die schon länger da sind, mit neuen Entwicklungsprozessen umgehen lernen. Und das kostet halt einfach erstmal eine Menge Zeit. Und deshalb verschieben sich halt einige Dinge nach hinten. Dieses Jahr, 2021, wird CD Projekt hauptsächlich damit beschäftigt sein, mit Cyberpunk 2077, das heißt mit Bugfixes und Downloadable Content. Dieser Downloadable Content bringt keine zusätzlichen Umsätze. Er erweitert das Spiel zwar, aber das Ganze geht kostenlos. Es geht halt darum, Cyberpunk 2077 wieder auf Kurs zu bringen, weil davon hängt eine Menge ab. Es ist halt der heiße, sage ich mal, AAA-Titel, der dann halt ausgebaut werden soll, unter anderem auch mit Franchise. Und später dann irgendwann mit einem Multiplayer, wie auch immer, der dann ausgeartet ist oder gestrickt wird. Und wenn die Basis halt fehlt, wenn Cyberpunk 2077 nicht wieder auf Vordermann gebracht wird und ein höheres Spielerinteresse stößt, dann ist es eben tot. Und dann käme erst mit dem nächsten AAA-Titel, der ja noch weit entfernt liegt, Jahre in der Zukunft, dann wieder so ein richtiger Umsatzpush. Was ja noch in der Mache ist, ist Witcher Monster Slayer, also auf der Seite Witcher. Aber wie viel das bringt im Vergleich zu Cyberpunk 2077, wie viel es genau bringt an Umsatz, das weiß eh keiner. Aber im Vergleich zu Cyberpunk 2077 deutlich die kleinere Nummer. Insofern hängt wie immer viel von Cyberpunk 2077 ab, das wissen wir schon. Ich denke, im Jahr 2022 kann man dann mit Expansions rechnen. Das sind sozusagen dann auch neue Handlungsstränge, Abenteuer und die würden dann neuen Umsatz bescheren. Aber das ist jetzt auch noch ein Jahr weit weg. In Summe also, ich denke, dass diese Restrukturierung was Gutes ist, dass man jetzt wirklich auf Management-Seite auf das reagiert,
auf was man reagieren muss, damit die ganze Geschichte noch einen glücklichen Ausgang nimmt. Aber dieses Strategy Update hat halt auch gezeigt, was momentan im Argen liegt, was sicherlich so noch nicht im Bewusstsein gewesen ist, der breiten Masse, bei mir auch nicht. Und die Verschiebung von dem Multiplayer, das ist natürlich jetzt übel aufgestoßen, weil da viele Hoffnungen drin steckten. Genauso auch wie beim Downloadable Content, der jetzt nicht das Wunder-Update ist oder der Wunder-Patch. Kämen wir dann zu den Chancen und Risiken, die ich momentan sehe. Also kurzfristig gehe ich davon aus, dass die Aktie abgestuft wird von Analysten. Das kann immer zum gewissen Abverkauf führen. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Gewinn verhagelt wird durch Abschreibung. Abschreibung einmal auf aktivierte Software. Das heißt, wenn die Kollegen bei CD Projekt was entwickeln, dann werden nicht sofort alle Kosten angesetzt und vermindern den Gewinn, sondern die Software wird aktiviert. Und wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass sich damit weniger Geld machen lässt, dass sie nicht so wertvoll ist wie gedacht, dann muss abgeschrieben werden und das würde dann entsprechend das Ergebnis verhageln. Es gibt auch in niedrigerem Maße zugegeben Goodwill, der ebenfalls abgeschrieben werden könnte. Ich erwähne es nur mal Vollständigkeit halber, der ist nämlich nicht so hoch. Ich sehe ein Risiko, am 19.04. gibt es Zahlen für 2020 und dann wird man durch die Blume auch durchblicken lassen, wie das laufende Geschäftsjahr läuft, auch wenn man sich nicht festnageln lassen wird auf Prognosen. Da haben sich auch schon die Analysten im Conference Call gestern die Zähne ausgebissen. Aber es kann sein, dass die Zahlen für 2020 und die laufende Entwicklung des letzten Quartals, heute ist der letzte Tag des ersten Quartals 2021 des Geschäftsjahres, dass das enttäuscht. Das könnte dann nochmal dazu führen, dass die Aktie an Wert verliert. Darüber hinaus, mittelfristig würde ich mal sagen, haben wir das größte Risiko, dass Cyberpunk, oder ein hohes Risiko, dass Cyberpunk 2077 in der Bedeutungslosigkeit versinkt. Das könnte sein, falls das Spiel technisch nicht den Erwartungen entspricht. Es könnte aber auch sein, dass das Spiel irgendwann technisch den Erwartungen entspricht und keinen interessiert es mehr, weil es einfach vorbei ist. Der Hype ist abgeflaut. Und das wäre natürlich beides sehr schlecht für den weiteren Unternehmenserfolg. Und was auch sein könnte, und das wäre das allergrößte Risiko, das ich sehe, dass die Restrukturierung im Chaos versinkt. Ich glaube es nicht, aber man muss es mal erwähnen, wenn man hier eine neue Engine aufzieht, diese Red Engine, und alle sollen jetzt anders arbeiten als vorher, das ist keine einfache Sache und es kann durchaus sein, dass es nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Reibungslos laufen solche Dinge eh nie. Wir hoffen, dass es zum guten Ende kommt. Ich bin auch ganz optimistisch, dass es zum guten Ende kommt. Aber ein Risiko ist trotzdem da, dass es erstmal die Restrukturierung nicht so klappt, wie man sich das erhofft hat. Und dann würde das zu noch höheren Kosten führen als momentan schon. Wir haben auf der anderen Seite aber auch Chancen, denke ich. Es könnte ja sein, dass Cyberpunk 2077 ja doch noch der Erfolg wird, auf den wir hoffen. Das heißt, dass das Spiel zunächst in den Sony Play Store zurückfindet, dass es dann das Next-Gen-Update gibt, das kommt ja auch noch dieses Jahr raus, und dass das Spiel pusht, Cyberpunk 2077 einen Erfolg feiert und dann auch der Franchise und so weiter, alles, was eben darauf aufbaut, anspringt, dann im nächsten Jahr die Expansion Packs und irgendwann der Multiplayer und es läuft alles und die Restrukturierung funktioniert auch, verläuft auch erfolgreich und dann gibt es dann einmal einen parallelen AAA-Titel, mit dem soll möglicherweise schon angefangen werden, an ihm soll angefangen werden zu arbeiten, schon im nächsten Jahr 2022. Und dann wäre CD Projekt auch kein One-Trick-Pony mehr und hätte auch eine höhere Bewertung verdient, weil das Risiko dann niedriger wäre. Und das wäre sozusagen das Positiv-Szenario. Und jetzt kommen wir dann dazu, was ich eingangs erwähnte, Aktie kaufen oder Aktie verkaufen, falls du sie schon hast. Fangen wir erstmal an mit dem Verkaufen. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt die Aktie hätte und mir überlegen würde, ob ich jetzt sozusagen meine Verluste realisieren soll, ist eher realistisch jetzt, dass du auf Verlusten sitzt,
nach dem Kursverlauf der letzten Monate, dann würde ich es davon abhängig machen, ob ich jetzt natürlich noch an das Unternehmen glaube und an den Erfolg von Cyberpunk 2077 insbesondere glaube oder nicht. Und dann auch noch davon, ob ich auf das restliche Geld verzichten kann, nämlich falls im schlechten Fall würde der Kurs ja noch weiter fallen. Und ob ich Zeit habe, 2 bis 3 Jahre wirklich darauf zu warten, dass die Restrukturierung Früchte trägt. Weil das wird jetzt keine schnelle Sache werden, das Schiff zu drehen. Ich denke, das dauert schon 2 bis 3 Jahre Zeit, bis dann wirklich ganz klar ist und auch bis es ja auch wirklich in Zahlen widerspiegelt. Und so lange sollte man der Aktie bzw. dem Unternehmen als Investor Zeit geben, das Ding noch zu schaukeln. Auf der anderen Seite, wenn du dir jetzt überlegst, die Aktie zu kaufen, auch da gilt mehr oder weniger das Gleiche. Du solltest ans Unternehmen glauben. Also ich gehe jetzt schon davon aus, dass du Investor bist und nicht Charttechniker. Also wenn du an den Erfolg glaubst von Cyberpunk 2077 und an das Unternehmen und das Management an sich, ja, dann könnte man tendenziell einsteigen, aber ich würde es in Tranchen tun. Ich würde nicht mein ganzes Pulver hier verschießen, weil es wird eine Durststrecke geben und momentan finde ich noch, dass die Risiken die Chancen überwiegen. Das heißt, ich hatte ja die Risiken aufgezählt mit den drohenden Abschreibungen, Abstufungen und täuschende Zahlen dann am 19.04. Das heißt, wenn ich jetzt einsteigen würde, würde ich nicht mein ganzes Pulver sofort verschießen, sondern würde da was trocken halten, um eventuell nochmal nachzukaufen, falls es weitere schlechte Nachrichten gibt. Es ist ja auch so, dass wenn ich jetzt im Management wäre und da was zu entscheiden hätte, dann würde ich jetzt alle schlechten Karten ausspielen, weil momentan ist die Stimmung ja eh schon mies. Momentan ist der Aktienkurs eh schon angeschlagen. Und besser jetzt alle Karten auf den Tisch legen, alle schlechten Karten auf den Tisch legen und dann rein Tisch machen und sich dann voll auf die Reorganisation konzentrieren, da gerne bedeckt halten, als immer wieder so Salamitaktik, mal was Schlechtes zu verlauten lassen. Deshalb denke ich auch, dass es gut sein kann, dass wir mit außergewöhnlichen Abschreibungen konfrontiert werden mit den nächsten Zahlen. Gut, das wäre dann mal das Update zu CD Projekt. Ich hoffe, es hat dir was gebracht. Bedanke mich fürs Zuschauen und egal, wie du dich entscheidest, ich wünsche dir viel Glück. Ciao.